Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Patientenakademie Digital. Es geht heute um Schulterschmerz, Schulterschmerz, was tun? Und die Schulter ist ein ganz besonderes Gelenk des Körpers. Sie ist sehr beweglich, sehr beansprucht, sehr, sehr kompliziert und daher auch sehr verletzlich. Wir kennen das alle, Schulterschmerzen können wir haben nach zu viel Sport, wenn wir vielleicht eine Last zu stark angehoben haben. Es gibt also verschiedene Ursachen. Und an meiner Seite ist ein ausgewiesener Experte heute. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Markus Nehring, Oberarzt der Asklepios Herzklinik Bad Harzburg, eine orthopädische Fachklinik und ja, Sportmediziner, Facharzt für Orthopädie, also spezialisiert genau in diesem Bereich. Und Schulterschmerz, ja, Herr Dr. Nehring, welche Ursache können Schulterschmerzen haben und welche möglichen Erkrankungen können sie hervorrufen? Ja, also im Wesentlichen unterscheiden wir ja bei der Schulter den Schmerz durch oder die Erkrankung durch Verschleiß der einzelnen Gelenkpartner, die im zunehmenden Alter ab dem 30. Lebensjahr etwa dann auftreten. Dann sicherlich entzündliche Erkrankungen, wie es der rheumatische Formenkreis hat. Und sicherlich auch die akuten Veränderungen, die durch Unfälle entstehen, wo Strukturen zerstört werden. Sie haben heute ein Schultermodell mal mitgebracht. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern einmal ganz kurz die wichtigsten Funktionen erklären und Teile der Schulter. Ja, wie ist sie aufgebaut? Die Schulter, das drittgrößte Gelenk des menschlichen Körpers, ist das am besten bewegliche, hat 6 Freiheitsgrade. Wir haben den Oberarmkopf und hier versteckt die Gelenkpfanne, die sich an das Schulterblatt anschließt. Das ist auch gleich eine Besonderheit. Das Schultergelenk ist am Muskel, ist mit Muskelschlingen über das Schulterblatt flexibel aufgehängt. Die einzige Verbindung zum knöchernen Skelett ist dieses über das Schlüsselbein. Es gibt ein Missverhältnis zwischen Größe von Pfanne und Kopf 1:4. Also es ist wesentlich größer der Kopf. Darum muss das Gelenk auch gut bandgesichert sein durch muskuläre Strukturen, durch eine feste Kapsel, die zusätzlich Verstärkungszüge beinhaltet. Ja, vielleicht können Sie hier mal erklären an dem Modell, was sind die häufigsten Erkrankungen bei der Schulter? Also häufige Erkrankungen sind das sogenannte Engpass-Syndrom der Schulter, das sogenannte Impingement-Syndrom. Wir haben hier an der Schulter einen knöchernen Auslass, durch den die Sehnen quasi schlüpfen müssen bei jeder Bewegung. Und man kann sich vorstellen, dass wenn der Arm jetzt hier in eine Abspreizbewegung geht, dann kommt es hier zu einer Engpass-Symptomatik und die Sehne klemmt sich quasi ein, es kommt zu einem Reiz. Wir haben hier dazwischen üblicherweise auch noch einen großen Schleimbeutel, der sich dann entzündet und auch für Schmerzen dann sogar in Ruhe sorgen kann. Diese Veränderungen kommen eben einerseits zustande durch knöcherne Anbauten, die sich hier an diesem Rand bilden und dann diesen Raum, der üblicherweise 6 mm an Weite betragen sollte, einengt und das führt dann hier zu einer dauerhaften Problematik und kann so weit führen, dass sich sogar die Sehnen aufbrauchen und ausdünnen bis hin zum Riss der Sehnenhaube. Wenn wir es nochmal ordnen für unsere Zuschauer, welche Symptome kann man denn haben? Was unterscheiden Sie da bei Schulterschmerz? Also beim Schulterschmerz unterscheidet man zum einen sicherlich den Schmerz in Ruhe und unter Belastung. Der Schulterschmerz bei dem Engpass-Syndrom ist häufig der zunächst unter Belastung entsteht. Später, wenn es dann zu strukturellen Schäden auch im Bereich des Gelenks kommt und der Sehnenhaube, dann können auch Beschwerden in Ruhe und auch in der Nacht auftreten. Es kann zu einer deutlichen Einschränkung der Beweglichkeit kommen, die allmählich eintritt und dann langsam zunimmt, was auch sehr störend ist, wenn man diese Aktivitäten im täglichen Alltag nicht mehr ausführen kann. Man kann sich nicht mehr kämmen, man kommt nicht mehr an die Brieftasche, man kann sich nicht mehr an- oder ausziehen, weil einfach die Schulter die Bewegung nicht mehr hergibt. Ab wann ist denn praktisch der Zeitpunkt, dass man zu einem Arzt gehen sollte und wie sieht die Diagnose dann aus? Wie verschaffen Sie sich genau einen Überblick dann? Also der Arzt sollte aufgesucht werden, wenn man jetzt über mehrere Tage oder sagen wir mal 2 Wochen ohne Linderung, zum Beispiel nach einer stärkeren Belastung, Beschwerden in der Schulter hat, dann sollte der Sache auf den Grund gegangen werden. Wenn die Schulter stark anschwillt, wenn die Beweglichkeit abrupt nachlässt, wenn ich einen Kraftverlust habe, den ich mir nicht erklären kann, nach schweren Arbeiten, dass ich den Arm nicht mehr hochbringe, dann sollte ich zum Arzt gehen. Der müsste mich dann erstmal eingehend befragen, habe ich das schon länger? Gibt es entzündliche Erkrankungen in der Familie? Gibt es irgendwas Rheumatisches? Bin ich stärker belastet im Beruf? Mache ich einen intensiven Sport? Gab es vielleicht schon mal einen Unfall, den ich vielleicht vergessen habe, aber der schon einen kleinen Schaden gesetzt hat?
Ja. Und dann müsste ich den Patienten zwingend untersuchen, um einfach herauszufinden, sind die Beschwerden allein auf die Schulter lokalisiert, ja, oder sind andere Strukturen noch mitverantwortlich, wie zum Beispiel die Halswirbelsäule. Mhm. Wir wissen ja, dass alle Nervenstrukturen, die Muskulatur und auch das Gefühl um die Schulter machen, kommen alle von der Halswirbelsäule. Und insofern kann auch jede Problematik an der Halswirbelsäule dazu führen, dass die Schulter Probleme macht, dass die Beweglichkeit schlecht ist, dass die Kraft nachlässt, dass die Schulter schmerzt, gerade auch im Oberflächenbereich. Also die Krankengeschichte, Sie haben es gesagt, ist ein wichtiger Punkt bei der Untersuchung. Und mit welchen Methoden noch untersuchen Sie dann genau praktisch die Schulter der Patienten? Ja, klassischerweise steht natürlich dann eine sogenannte Ultraschalluntersuchung an, mit der man strahlungsarm die Strukturen, insbesondere die Weichteilstrukturen, also die Sehnenhaube, die Gelenklippe, beurteilen kann. Man kann sehen, ist die Gelenkkapsel geschwollen, gibt es einen Erguss im Gelenk, sodass man eine Information darüber kriegt, wie akut ist die Erkrankung, reagiert das Gelenk mit einer erhöhten Gelenkflüssigkeitsbildung. Dann ist sicherlich das klassische Röntgen immer das Mittel der Wahl, um insbesondere Verschleißerkrankungen zu diagnostizieren. Hier hängt es dann davon ab, dass man in verschiedenen Winkeln die Schulter darstellt, um einfach auch jeden Blickwinkel zu eröffnen. Wenn das wenig Aussagekraft bringt, ist heute, insbesondere wenn es dann auch um die klare Diagnose geht in Richtung Operation, die Frage, machen wir ein MRT oder nicht? MRT strahlungsarm, ist ja ein großes Magnetfeld und liefert hervorragende Ergebnisse bezüglich der Einordnung der Erkrankungen im Bereich der Sehnenhaube, des Schleimbeutels, des Knorpels. Und den Knochen sehen wir ohnehin auf der MRT-Untersuchung. Also das ist eigentlich das aussagekräftigste Verfahren vor so einer Planung von einer operativen Therapie. Nun wird viele Menschen ja auch sicherlich interessieren, die Behandlung ist das eine, die konservative Therapie. Ja. Ab wann wird denn eine Operation eigentlich notwendig? Wo ist da die Schwelle? Also grundsätzlich kurzfristig notwendig, immer bei jeder akuten Verletzung. Ich stürze, es wird ein Bruch diagnostiziert, das ist klar. Dann muss man über eine Operation reden. Bei jungen Patienten, bei einer Ausrenkung der Schulter, bei einer Sprengung des Schultereckgelenkes muss man darüber reden. Bei einem unfallbedingten Riss der Sehnenhaube, den man möglichst früh erfassen sollte, damit die Funktion wieder gut hergestellt ist. Weil im weiteren Verlauf von jeder Verletzung es immer zu Veränderungen kommt, die Gewebequalität verschlechtern und gerade bei der Sehnenhaube eben auch ein Zurückziehen der Sehne bedeuten und eine Verkümmerung der Muskulatur, die schwer wieder aufzuholen ist. Also es kommt teilweise an, man muss das sehr genau prüfen, muss aber dann gegebenenfalls auch sofort reagieren operativ, um Schlimmeres zu verhindern. Genau, müsste man bei diesen akuten Sachen, die verletzungsbedingt auftreten, vorstellen müsste man sich auch, wenn man eine akute Schwellung im Arm bekommt, die jetzt hinweisen ist auf eine Entzündung, Leute, die immunschwach sind, die an Diabetes leiden, die Zahnerkrankungen haben oder Magen-Darm-Infekte. Da kann es immer die Möglichkeit geben, dass durch Streuung im Blut auch mal ein Gelenk entzündet wird. Das sind hochbrisante Geschichten. Da muss man wirklich schnell ins Krankenhaus, da muss dann ein Labor bestimmt werden. Da muss geschaut werden, ob man das Gelenk einer Operation zuführt, um weitere Schäden zu vermeiden. Bei den chronischen Erkrankungen würde ich sagen, also wenn man jetzt einen unstillbaren Nachtschmerz hat aufgrund eines Verschleißes, wenn Bewegungseinschränkungen so stark ist, dass man den Arm nicht mehr im Alltag so gebrauchen kann, dass man sich anziehen kann, kämmen kann, essen kann und so weiter, dann müsste man sicherlich den Arzt aufsuchen. Und es wäre sicherlich auch ratsam, wenn man eben so, man hat zum Beispiel die Diagnose Kalkschulter, das kann ja so einen pochenden Schmerz machen. Und wenn sich so ein Depot resorbiert, oder wenn es also jetzt akut schmerzhaft ist über mehrere Wochen, das kann furchtbar schmerzen, dann müsste man vielleicht auch sich vorstellen und entscheiden, ob man eventuell operativ tätig wird. Aber Kalkschulter klingt so ein bisschen dramatisch. Ist das, wenn die Schulter tatsächlich verkalkt ist oder was? Es lagern sich häufig in der oberen Sehne der Schulter mehr oder weniger große Kalkherde ein, die da natürlich erstens mechanisch stören und zweitens auch die Sehnenfunktion beeinträchtigen. Und die Tendenz des Körpers besteht ja darin, dieses Depot aufzulösen. Und wenn diese Depots durchbrechen, in den Schleimbeutel entzündet er sich furchtbar und es gibt dann eine ganz akute Schulterreizung mit einer Bewegungseinschränkung. Ja. Eine wichtige Rolle, das liegt eigentlich auf der Hand, spielt die Physiotherapie. Auf jeden Fall. Vielleicht sagen Sie dazu noch was. Welche Methoden gibt es da? Welche Therapien? Je nach Krankheit wahrscheinlich genau, nach Krankheitsbild. Aber ja, also bei der Physiotherapie kommt es im Wesentlichen erstmal darauf an, verkürzte Strukturen wieder zu verlängern, also zu dehnen.
muskuläre Strukturen, die unterrepräsentiert sind, wieder anzutreiben, dass sich wieder ein muskuläres Gleichgewicht herstellt, weil es ist ganz wesentlich an der Schulter, dass die Stellung des Oberarmkopfs zur Pfanne immer optimal ist. Und das erreicht die Schulter zum einen durch die knöcherne Formgebung, sie kann dann nachher oben nicht ausweichen durch diesen Schulterdachknochen, aber zum anderen durch die zentrierende Funktion der ganzen Muskeln, die dort ansetzen. Und das kann zum Beispiel trainiert werden. Wir können die Schulter mit Ultraschall behandeln, um Schwellungen und Schmerzen zu lindern. Wir können mit Reizstrom arbeiten. Wir können mit Stoßwelle arbeiten, um zum Beispiel Kalkdepots aufzulösen oder Sehnenansatzreizungen, die auch vorkommen, zu therapieren. Ja. Ja, wir können gezieltes Training an die Hand geben zum Auftrainieren von Muskulaturen, um Defizite in Heimarbeit dann sozusagen zu bewältigen. Ja, das ist nochmal ein interessanter Punkt, Heimarbeit. Was können denn Menschen, was können wir selber tun? Also Stichwort besonderer ergonomischer Arbeitsplatz, Entspannungstechniken. Was empfehlen Sie dort als Arzt? Es gibt also im Internet, auf den einschlägigen Videoplattformen gibt es also zig hunderte von Videos, wo man also mit einer guten Anleitung sich ein Übungsprogramm gerade bei bewegungseingeschränkter Schulter, auch beim sogenannten Impingement-Syndrom, aneignen kann und durchführen kann, um einfach diesen Gleitraum zu erweitern, das Gleichgewicht wiederherzustellen, Strukturen zu dehnen, damit die Schulter eine gute Stellung hat. Es gibt genauso die Möglichkeit, eben gezielt Defizite zu trainieren, weil gewisse tägliche Arbeitshaltung am Schreibtisch fördern Defizite. Mhm. Man hat keine gesunde Haltung, man ist in einer leichten Vorbeuge, die Muskulatur verkürzt sich im vorderen ja. Schulterbereich, dadurch ändert sich die Stellung des Schulterblattes. Dieser Raum, der schon eng ist, wird noch enger und man kann das aufrichten. Es gibt Studien schon seit Jahrzehnten, die gezeigt haben, dass so ein selbstständiges Training, was aber konsequent und täglich durchgeführt werden muss, oder zumindest zweitägig, dass es erfolgreicher sein kann als Physiotherapie und in einigen Fällen auch die OP vermeiden kann. Also sehr spannend. Sie sagten, es gibt vieles im Internet, aber so verstehe ich es auch. Man sollte das vielleicht auch teilweise mit Vorsicht genießen, wenn man sich unsicher ist, dann einen Experten holen, also Orthopäden oder Physiotherapeuten. Genau, zum einen dann nochmal genau zeigen lassen. Den behandelnden Arzt fragen oder sich dann eben auch zur Physiotherapie überweisen lassen. Es gibt ja auch Physiotherapeuten mit einem angeschlossenen Gerätepark, dass die einen da einführen in das Metier und dann zeigen, welche Übungen sind wichtig, wo ist mein Defizit, dass man einen Eingangscheck macht. Wo habe ich mein Defizit, worauf muss ich besonders achten, worauf muss ich achten, was muss ich beüben? Und dann kann ja ständig auch kontrolliert werden, das geht ja mittlerweile computerassistiert an den Maschinen, wie ist mein Fortschritt für die Motivation eben auch. Ja. Faszinierend, dass es da alles schon gibt. Also die Schulter ist irgendwo auch ein Mysterium, so verstehe ich das, korrigieren Sie mich. Das heißt, wie erforscht ist eigentlich die Schulter schon? Also vieles ist verstanden, vieles wiederum auch nicht. Also bezüglich der Biomechanik weiß man sehr gut Bescheid, auch was die einzelnen Sehnenfunktionen betrifft. Man ist sich aber zum Beispiel bei dieser Keilschulter noch nicht im Klaren, welche harten Kriterien führen dazu, dass man das zwingend bekommt. Oder auch zum Beispiel diese Schultersteife, die als phasenhafter Verlauf einen quasi anfällt und innerhalb von 3 Monaten hochschmerzhaft die Schulter dann zur Einsteifung bringt, was sich dann über ein ganzes Jahr zum Beispiel ziehen kann. Da weiß man noch nicht genau, ob da immunologische Vorgänge vorgehen oder Bindegewebsstörungen, ist man sich noch nicht im Klaren darüber, woran liegt das im Einzelnen. Aber gerade was jetzt die Therapie an der Sehnenhaube betrifft oder an der Erweiterung des Gleitraums oder bei Instabilitäten an der Schulter, da ist man sehr weit. Da gibt es eigentlich für jeden eine adäquate Lösung in den entsprechenden Zentren und auch der schlimme Gelenkverschleiß, der ja früher bedeutete, man kann mit dem Arm nichts mehr machen. Da gibt es heute für jede verschiedene Pathologie, also für jede Erkrankung an der Schulter, gibt es eine spezielle Lösung. Angefangen von einer kleinen Kappe für den Oberarmknochen über Ersatz am Oberarmknochen und an der Pfanne bis hin zu sogenannten inversen Prothesen, die also andersrum geformt sind als normal, dass der Oberarmkopf also konkav und die Pfanne konvex ist, bei großen Schäden an der Sehnenhaube, die selbst dann hervorragend funktionieren. Also da ist bei Schultergelenken Ersatz, da ist die Forschung, ist die Medizin schon weiter. Da ist sie weit. Ja. Es gibt natürlich dort auch Probleme, gerade auch mit der Verankerung. Das Problem ist ja immer, diese Pfannenkomponente festzumachen. Und das muss dauerhaft sein. Da wird viel geforscht, dass das stabil ist und dass man auch Defektsituationen gut behandeln kann. Aber auch das kann man mittlerweile in den Griff bekommen. Also es ist erstaunlich. Also da geht sich ständig weiter und da gibt es jedes Jahr Neuerungen. Klingt sehr spannend. Herzlichen Dank an dieser Stelle
für den kleinen Ausflug, die Reise in die Welt der Schulter sozusagen. Und ja, einen Rat kann man vielleicht abschließend sagen, ein schönes Wortspiel: Nehmen Sie den Schulterschmerz nicht auf die leichte Schulter. Gehen Sie zu Ihrer Ärztin, gehen Sie zu Ihrem Arzt des Vertrauens, wenn Sie denn länger Schulterschmerzen haben. Und vielen Dank an dieser Stelle. Wenn es Ihnen gefallen hat, besuchen Sie uns bald wieder. Vielen Dank, Herr Dr. Nehring. Sehr gerne.